Kommerz im Fußball. Ein leidiges Thema, das immer wieder mehr und mal weniger Relevanz bekommt. Natürlich haben wir da die üblichen Verdächtigen, PSG, die komplette Premier League, Saudi-Arabien, aber eben in dieser Saison auch auf einem etwas kleineren Maße die Werkself aus Leverkusen. Seit Jahren natürlich Teil von Bayer und in diesem Jahr zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister der Fußball-Bundesliga. Bis zum heutigen Tag ungeschlagen, in allen Wettbewerben noch drin, leider nicht in der Champions League, aber in der Europa League im Finale, im DFB-Pokal im Finale und wie gesagt in der Meisterschaft schon lange durch. Aber das Thema, um das es hier heute hauptsächlich gehen wird, sind Vereine wie Leverkusen. Für die Bundesliga wären das zum Beispiel Wolfsburg, wären das Hoffenheim, wären das natürlich RB Leipzig, aber auch eben die Werkself. Wir gucken uns das ein bisschen internationaler an, City, PSG, generell die Kommerzialisierung des Fußballs. Erstmal, wo kommt der ganze Lachs überhaupt her? Irgendwann, ich weiß nicht genau wann, haben irgendwelche Fans in der Bundesliga angefangen, sich über Sponsoren aufzuregen. Es gibt die 50+1 Regel, die ich nicht genau kenne, aber in irgendeiner Form macht das ein Sponsor nicht mehr als die Hälfte eines Vereins besitzen darf. Wo es im Kern, glaube ich, darum geht, dass der Verein weiter den Fans gehören soll und eben nicht einem externen Investor. Als zum Beispiel Wolfsburg 2009 die Liga gewonnen hat, da war ich noch zu jung, um es wirklich live mitzubekommen, wie da so die öffentliche Meinung zu war. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass es auch da schon kleine Aufreger über die Existenz des VfLs gegeben haben wird. Genauso ist das ja auch bei Hoffenheim jede Saison, bei Leipzig sowieso und bei Bayer Leverkusen am wenigsten, was aber daran liegt, dass sie einfach schon so lange dabei sind. Was uns auch direkt zum ersten richtigen Punkt bringt, und zwar, was unterscheidet diese Kommerzvereine denn überhaupt von Traditionsvereinen? Ganz nahe liegen natürlich die Tradition. Das Problem hierbei ist nur, wie definiert man Tradition? Was ist denn überhaupt Tradition? Ich finde es immer sehr interessant, wenn darüber geredet wird. Denn wenn wir uns mal angucken, zum Beispiel vor knapp 115 Jahren, 120 Jahren, was auch immer, die Gründung von Schalke, von Dortmund, von vielen Vereinen ungefähr in diesem Zeitraum, Anfang des 20. Jahrhunderts, als viele Fußballvereine, die wir heute als Traditionsvereine kennen, gerade angefangen haben zu existieren. Wenn wir uns also so die ersten 10, 20, 30 Jahre dieser Vereine angucken, dann stellt sich für mich die Frage, wo jetzt der Unterschied zu neueren Vereinen liegen soll. Wo sollte der Unterschied von einem FC Schalke 04 vor 115 Jahren zu einem RB Leipzig heutzutage sein? Und ich weiß, jetzt wird das Argument kommen, ja, Leipzig hat viel mehr Geld, was auch immer, als andere Dingens. Aber was glaubt ihr denn bitte, was der FC Schalke 04 zu dem Zeitpunkt seiner Gründung, seiner ersten 10, 15 Jahre, für einen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften hatte? Es muss da ja irgendetwas gegeben haben, das dafür gesorgt hat, dass der FC Schalke heute da ist, wo er ist. Das muss ja in irgendeiner Form ein großer Vorteil gegenüber den anderen hunderten Vereinen, die auch in dieser Zeit, in diesem Zeitraum ins Leben gekommen sind. Es muss ein Vorteil existiert haben. Der mag jetzt vielleicht nicht ganz eindeutig im Finanziellen gelegen haben, aber es reicht ja schon. Dein Stadion, deine Trainingsstätte wurde im Krieg nicht zerstört. Deine umlaufenden, deine umliegenden Städte auch nicht. Ist schon mal ein Riesenvorteil gegenüber Vereinen, deren Städte, deren Einwohner, deren Einzugsgebiet angegriffen wurde, deren Trainingsstätten, Stadien, die zerstört wurden, die angefrackt wurden, ist ja auch ein Vorteil. Ist das jetzt ein fairer Vorteil? Mehr Geld, mehr Mittel, mehr Möglichkeiten als die anderen Vereine zu dieser Zeit sind deshalb zu dieser Zeit erfolgreich und die Fans fangen natürlich an, erfolgreiche Vereine zu unterstützen. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass du jedes Jahr aufs Neue die Meisterschaft gewinnst, sondern alleine nur in der höchsten Spielklasse oder der zweithöchsten Spielklasse zu spielen, ist ja schon ein Erfolg gegenüber allen anderen Vereinen, die das eben nicht tun. Dazu kommt auch noch eine viel größere regionale Nähe. Das ist ja eine Sache, die wir durch das Internet so als selbstverständlich nehmen, aber vor 100 Jahren war es noch nicht so, dass du dich mal eben easy mit einem Verein, der 400 Kilometer entfernt von dir lag, identifizieren konntest. Das heißt, einfach nur in einer größeren Stadt oder in einer besseren Infrastruktur, bessere Verkehrsanbindung überhaupt als Verein zu existieren, ist auch schon ein offenbar, also wie es viele ja behaupten, dann ein fairer Vorteil gegenüber anderen Verein. Und das ist halt eine Sache, mit der ich überhaupt nicht mitgehe. Für mich ist es einfach so, du kannst nicht
unverdient zum Beispiel in der Bundesliga spielen. Wenn du jetzt gerade heutzutage 2024 in der Bundesliga spielst, dann hast du dir das verdient. Ob du es dir verdient hast, dadurch, dass du vor 100 Jahren einen krassen Vorteil gegenüber anderen hattest und über Jahre lang im Fußballerischen eine Basis aufbauen konntest, oder ob du vor 70, 80 Jahren einen geschäftlichen Vorteil für dich kreiert hast und den jetzt gerade vor 20 Jahren auf ein Fußballteam umgemünzt hast, ist dabei vollkommen irrelevant. Hoffenheim und Wolfsburg vor 10 Jahren immer noch viel stärker kritisiert als heutzutage. Jetzt gerade ist es natürlich vermehrt RB Leipzig, aber das geht auch extremst zurück. Und wenn wir in 20, 30, 40 Jahren auf die Fußball-Bundesliga gucken werden, wird RB Leipzig mehrere Meisterschaften geholt haben, fest etabliert sein, jede Woche ein Stadion mit 70.000 Menschen plus voll kriegen und nur noch die allergrößten Vollidioten werden wirklich dauerhaft gegen RB Leipzig sein, einfach nur, weil es RB ist. Talent wird mehr gebündelt, wir kriegen bessere Spieler, bessere Teams, bessere Infrastruktur generell im Fußball, wenn man alleine nur die Premier League nimmt. Natürlich gibt es auch viele, die sich auch da wieder abfacken, aber es sind genau die gleichen Leute, die sich auch über alle anderen Punkte abfacken, die ich in diesem Video schon angesprochen habe. Als neutraler Fußballfan, der einfach guten Fußball sehen will, gibt's keine bessere Anlaufstelle als die Premier League. Und hier ist jetzt meine Frage. Was ist schlimm daran? Ich verstehe das Argument nicht, warum das etwas Schlechtes sein soll, dass du versuchst, die Teams so gut wie möglich zu machen, dass die Spieler individuell so gut wie möglich gemacht werden. Ich verstehe nicht, warum es besser sein soll, wenn die Qualität, die du hast, komplett verstreut ist, dadurch die Teams schlechter sind und du einfach schlechteren Fußball dadurch siehst. Du kannst nur schlechteren Fußball dadurch sehen. Ich verstehe das Argument dahinter nicht, warum das was Schlechtes sein soll. Warum es etwas Schlechtes sein sollte, Qualität zu bündeln. Es wird ja nicht weniger Qualität, es wird einfach nur besser verteilt. Und nicht in dem Sinne, oh ja gut, okay, dadurch wird die dritte und die vierte Liga aber geschlecht. Ja, wen interessiert es denn? Ich möchte, dass die erste Liga so gut ist wie möglich und wenn dadurch die zweite Liga schlechter wird, ja bitte gerne. Und da werde ich jetzt natürlich viel mehr Leute noch so sauer machen. Scheißt einfach komplett auf dieses ganze nationale Ligensystem. Superliga, bam, holt mir die besten Teams der Welt, macht so ein Ding wie die NBA, lasst das meinetwegen 30, 40 Mannschaften sein, was auch immer, und pimpt diese Teams bis ans Maximum. Ich als Fußballfan will den besten Fußball sehen und nicht sagen, ja gut, okay, der Fußball ist jetzt zwar nicht mal halb so gut, wie er theoretisch sein könnte, aber dafür ist irgendein Kackverein, der 1721 gegründet wurde, in der dritten Liga. So, und um das nochmal zu unterstreichen, gehen wir jetzt nämlich wie angekündigt auf Bayer Leverkusen ein. Eine Mannschaft, die existiert, wie sie jetzt gerade existiert, dadurch, dass wir die ganzen Sachen eben haben, noch nicht so ausgeprägt, wie ich sie gerne hätte, aber wir haben sie. Und wer findet bitte Bayer Leverkusen in dieser Saison nicht geil? Denen zuzugucken beim Fußballspielen ist eine solche Augenweide. Vor der Saison perfekte Transfers gemacht, genau die Spieler reingeholt, die du brauchst, um das System zu perfektionieren. Und seit 50 Spielen sehen wir die Ergebnisse davon. Bayer Leverkusen ist innerhalb von einem Jahr zu einer Top 3, meinetwegen Top 5, sie sind nicht in der Champions League, wir haben es nicht im absoluten Top-Vergleich gesehen, aber sie sind von dem, was sie gerade spielen, eine Top 5 Mannschaft der Welt innerhalb von einem Jahr und das wurde wodurch ermöglicht? Durch die Bayern-Millionen. Und ich finde es einfach nur im höchsten Maß beeindruckend, was innerhalb von einem Jahr gemacht werden konnte, einfach dadurch, dass du einen Trainer hattest mit einer klaren Vision, der ganz genau wusste, ja okay, ich will so und so spielen, aber ich brauche die und die Spielertypen dafür. Und das Scouting-Team dahinter einen so überragenden Job gemacht hat, dass es genau diese Einkaufsliste von Xabi Alonso bekommen hat. Draufgekriegt, jo, okay, die Spieler, die wir brauchen, müssen das können und die verschiedenen Attribute haben. Und dann haben sie die gefunden, haben die geholt, dadurch, dass natürlich auch gut bezahlte Funktionäre im Vorstand in den Verhandlungspositionen bei Bayer Leverkusen sitzen und gewinnen dieses Jahr ungeschlagen die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte, entthronen die Bayern nach 11 Jahren Dominanz und holen, wenn sie ihre Streak nicht verlieren, ein Triple ungeschlagen. Ein Invincible Triple. Und damit schließen wir das Video auch ab. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, Kommentar schreiben, wie gesagt, generell auch die Fragen natürlich beantworten, was daran geil sein soll an schlechterem Fußball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.